Buonasera, guten Abend, guten Morgen, guten Mittag. Spreche mit der Luigi, der offizielle Ankündiger für die Sendung Bembel und Gebabbel. Er war 5 Jahre lang Fußballprofi bei Eintracht Frankfurt, erlebte dort Höhen und Tiefen. Seit 2014 spielt er bei der TSG Hoffenheim. Herzlich willkommen, der Fußballprofi Pirmin Schwegler. Hallo? Wir haben Durst. Du auch? Apfelwein? Ja, komm, du eher nicht, aber... Echt? Euch zuliebe, ein kleines. Okay, komm auf. Aus Showgründen. Ja. Wie lange warst du in Frankfurt? 5 Jahre lang. Und du musstest nicht vor deiner Vertragsunterzeichnung ein Apfelwein symbolisch irgendwie trinken? Wäre ich wahrscheinlich nie hier gelandet. Für mich bist du so ein Anti-Typ eines Fußballers eigentlich, ja? Weil über dich gibt es keinen Skandal. Wir haben gegoogelt und recherchiert, dass ich irgendwas Böses von dir erfahre. Es war nichts. Ja? Nee, das werde ich jetzt auch nicht aus der Welt räumen. Also ich bin gar nicht mal so unzufrieden damit. Ein richtiger Profifußballer heute. Also Profifußballer ist ja auch Unterhaltungsbranche. Der pingelt mal in die Hotelbar oder der spielt nachts an sich rum und filmt das und schickt das weiter und sowas. Ja? Das gibt's alles von denen. Ich versuche das ja schon hier mit... Achso, jetzt mit Alkohol. Ja, genau. Mit dickem Alkoholkonsum versuchst du das. Ich bin es nicht gewohnt, also nicht so oft nachschicken. Kannst du dich erinnern, wann du irgendwann mal selbst als Junge für dich beschlossen hast, Fußballprofi zu werden? Ehrlich gesagt nicht. Ich hatte einfach eine Menge Spaß daran und dann wurde ich irgendwann mal mit 16 ins kalte Wasser geschmissen und der Trainer hat mir bei der Einwechslung noch gesagt, schau mal, wie du zurechtkommst, wenn du so spielst wie der jetzt rauskommt, dann bist du in 5 Minuten wieder draußen. Das war sehr motivierend. Sehr motivierend und ehrlich gesagt habe ich nach 5 Minuten 3 Konter für einen Gegner eingeleitet und dachte, das war jetzt meine Karriere im Fußball. Schafft Eintracht Frankfurt den Klassenerhalt? Da brauchen wir nur Prozentzahl. Du warst überzeugt, 99%? 100. 100, okay. So. Gern. 68% sagen, sie schaffen es, und 32% sagen, sie schaffen es nicht. Und du machst hier auch heute gleich DJ. Weißt du, wie das angeht? Das ist nämlich ein neuer. Und der macht das natürlich auch ein bisschen in diesem Schweizer Tempo, weißt du? Also, weil ich will nichts kaputt machen. Gemütlich und so. Wie der Mediamarkt. Wir haben ja Zeit.